Wenn man heute dieses Gebäude sieht, dann kann man gar nicht mehr sich vorstellen, wie es hier einmal vor 18 Monaten ausgesehen hat. Es war eng, es war niedrig, es war halt ein Gebäude aus den 70er Jahren. Und das passte nicht mehr. Das passte nicht mehr zum Service der Nürnberg Messe und auch zu den Erwartungen unserer Kunden. Unsere Kunden kommen hier nach Nürnberg. Sie haben meistens einen mehr oder weniger aufwendigen Weg hierher hinter sich. Und sie sollen ähnlich wie in einem großen Hotel sich hier wohlfühlen. Sie sollen empfangen werden und sie sollen anschließend die Dinge, die wichtig sind, auf einer Messe oder in einem Kongress hier vorfinden. Das heißt Information und auch Orientierung. Und all das wird mit dem neuen Eingangsbereich Mitte gelöst. Also am Beginn unserer Planung stand die Idee, diesen Eingang Mitte, oder das war die Herausforderung der Nürnberg Messe als Aufgabenstellung, diesen Eingang Mitte umzustrukturieren, zu erneuern, dem ganzen Eingang ein neues Gesicht zu geben. Und wir haben die Idee entwickelt, diesen Eingang über den eigentlichen Eingang hinaus noch mit einem großen Dach mit allen anderen Bausteinen der Nürnberg Messe zu verbinden. Das heißt, dieses Dach ist nicht nur ein Dach, sondern es ist mehr ein Element, eine Visitenkarte für den Eingang Mitte. Verbindet also CCN West, die Frankenhalle, die Rotunde unter diesem Dach, führt die Besucherströme unter diesem Dach bis hin zum Eingang. Der Messebetrieb und die Abfolge von messefreien Zeiten und Messezeiten hat den Baustellenbetrieb stark beeinflusst, wenn nicht sogar vorgegeben. Also die Korridore, in denen wir am Bau Material anliefern konnten und so, wurde eben stark bestimmt durch die Messe. Und das war sicherlich die größte Herausforderung bei diesem Bauwerk, was die Logistik angeht, was die Bauausführung angeht, und macht das Bauwerk auch im Vergleich zu anderen Projekten, die wir bereits geplant und ausgeführt haben, zu einem speziellen Bauwerk. Also eines der größten Highlights bei dieser Baumaßnahme war ganz gewiss die Anlieferung und Montage des letzten Bauteils des Lamellendaches, das der Dachspitze. Das war Ende November und die Dachspitze musste über Nacht mit einem Schwertransporter von Nordrhein-Westfalen hier nach Nürnberg geliefert werden. Das ging durch verschiedene Bundesländer, wo wir dann auch verschiedene Genehmigungen beantragen mussten, damit diese Nachttransporte stattfinden dürfen. Früh morgens wurde diese Spitze angeliefert und es wurde dann tagsüber wurde dann die Otto-Bernroth-Straße extra für diesen Transport der Spitze gesperrt, um sie dann hier an den Ort vor dem Service Center West hin zu transportieren. Die Spitze wurde dann insgesamt mit 7 Großkränen hochgehoben und dann mit dem übrigen Bauteil dann verbunden. Also um die Dimension dieses neuen Bereichs Eingang Mitte einmal sich vor Augen zu führen, ist dieses Dach zum Beispiel ist 12.500 Quadratmeter groß und es entspricht ungefähr 1,5 Fußballfeldern. Das Dach wiegt 1.700 Tonnen und im Vergleich dazu wiegt der Saal Brüssel und die ganze Baukonstruktion wiegt 6.700 Tonnen. Während das Dach über 12 Stützen die Last abträgt, trägt der Saal Brüssel zum Beispiel nur über 5 Stützen die Last in den Untergrund. Die Eingangshalle, die ist ungefähr 100.000 Kubikmeter groß und das entspricht so ungefähr 250 normalen Einfamilienhäusern.